So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Fehler mache. Ich muss daher gehen. Weil jetzt kommt, jetzt darf ich reden. Ist richtig, gell? Jetzt ist es. Jetzt ist es. Genau. Na, passt ja mal auf. Jetzt ist schon. Der längste Witz, den ich je geschrieben habe. Ohne eine Pointe. Ich muss damit zusammenbringen. Jetzt kommt er. Nein, folgendes. Neue Show, neues Konzept, neue Lieder. So haben wir uns durch die letzten Monate gerettet. Da haben wir uns gedacht, was tun wir unserem Publikum, wenn es kommt, noch an? Ein ganz anderes Lied, ne? Was, was wir trinken, war nicht freigegeben momentan. Wir machen ganz was anderes auch, nicht? Damit alle überrascht sind, wir selber auch. Und nachdem wir ein demokratischer Haufen sind, nicht? Und versuchen immer alles. Was ist Bernd? So, verstehe. Ja, nachdem wir alles demokratisch lösen, solange alles dann so rennt, wie der Michi das will, ist das in Ordnung. Und ja. Jetzt haben wir überlegt, was spielen wir, was könnte man spielen, was. Jetzt haben wir gesagt, überlegt euch jeder was bei der nächsten Probe, reden wir drüber. Haben wir dann gemacht, nicht? Und ja, fangen wir gleich mal an mit dem Generaldirektor, nicht? Mit was der dahergekommen ist. Nicht? Das ist... Da haben wir dann gesagt, ich gehe dann selber die Bühne bei und sage, jetzt wäre der richtige Augenblick, wenn Sie Ihre angebetete Heiratsantrag machen wollen. Reichen Sie den Ring und fragen Sie, trauen Sie sich. Ne? Und das hätte ich dann so lange, bis er aufhört. Ne? Und, ja, was soll ich jetzt lang sagen, wir haben es nicht genommen. Aber dennoch. Michael Blus, seines Herrens Direktor, Sklaventreiber, Organist, Pianist, ja, der bei uns alles checkt, alles macht. Ja, Michi, danke. Michael. Ich freue mich immer, wenn er einen Applaus kriegt, weil. Das sagt man, es gibt ja Gerechtigkeit. Ja, wir reden nachher, danke. Okay, nachdem wir auch vier Bläser haben, drei Bläser, eine Bläser. Ich hab gesagt, das ist ein Witz dabei, ohne Kälte. Ne? Entschuldige, Yvonne, es war wirklich ein Versprechen. War keine Absicht diesmal. Also die Susi, die auch bläht, das kannst du sagen, wie es müssen. Ne? Ja, die haben natürlich auch einen Vorschlag von uns zur Verfügung gestellt bekommen und hatten 14 Tage Zeit, sich was zu überlegen. Und das kam dabei raus. Wir hätten es eh fast genommen, ne? Fürs nächste Mal machen wir es, ihr kommt alle wieder und das lassen wir ja noch ungefähr 4 Stunden lang spielen. Ne? Da sind alle zufrieden. Wir können dirigieren. Jürgen Blus an der Trompete, Susi Blus am Saxophon, Alex Blus am Saxophon, Hans Blus am trombonischen Gerät. Dankeschön. Ja, da ganz hinten, wo es leicht kühl ist und wo da schon das Eis auf der Glasscheibe gefriert, ne, da sitzt einer und sein Vorschlag, wir brauchen nicht die Kollegen. Ne.
am Schlagzeug. Ein Missionar der ersten Stunde. Nicht wirklich sündenfrei, aber einigermaßen. Ja, jetzt kommen wir leider, halt sich ein bisschen die Ohren zu den drei Stromrunderern, was die vorschlagen, ich brauch's euch nicht sagen, ihr wisst es wahrscheinlich nur. In der letzten Probe war es noch leibend, da habe ich noch die Haare ungefähr so lang gehabt, da bin ich dann nochmal dumm gekupft mit der Ian Gillian in seinen besten Zeiten. Da haben wir es länger gespielt, nicht? Aber Stunden später sind da die Plus, ist das mit einem Vorschlag daherkommen. Nicht? Wir haben ja nicht mehr damit gerechnet, aber ich habe jetzt das Pfeifel vergessen, das tut mir leid, aber ihr singt sehr an und so. Sie stehen bei uns Männern, wenn wir es so geschrieben haben, dass sie es machen müssen.